die drei ersten Kommentare aus meinem letzten Video. Wenn ihr auch da zu sehen sein wollt, dann müsst ihr die Glocke aktivieren. Oder wenn ihr mir einen lieben Kommentar schreibt, dann wähle ich den liebsten aus und stelle ihn auch hier vor. Du bist so klein. Hallo, mein Lieber, von meinem kleinen Mann und mir. Hallo, meine lieben Freunde. Dann kurze Hallo. Was ist heute für ein Wochentag? Montag, gell? Ja. Montag ist heute? Ja. Wir haben richtig den Überblick. Auf jeden Fall. Hallo, meine Lieben, zu unserem Montag. Yay! Wir haben schon, wann haben wir das letzte Mal gevloggt, als ich geputzt habe? Kurz bevor unser Vater, bevor mein Papa gekommen ist. Das war am Dienstag, oder? Mittwoch? Ich glaube Dienstag, ja. Bei mir ist jeden Tag Mittwoch. Wenn du meine Vlogs anschaust? Genau, mein Papa heute so. Hallo, heute ist Mittwoch, weil es gar nicht Mittwoch ist, es ist irgendwie so anders. Egal, auf jeden Fall, mein Vater war da am Donnerstag, da habe ich nicht gevloggt und einige Leute haben gefragt, hey, dein Vater war ja noch gar nie da, das stimmt gar nicht. Aber ich erwähne es halt nicht auf Social Media, deswegen, der war schon öfter da, der Papa, mein Vater. Falls ihr neugierig seid, wie mein Vater ausschaut, das gibt ja immer so ganz viele neugierige Nasen, dann könnt ihr auf Instagram vorbeischauen, da habe ich nämlich ein Foto gepostet von mir, meinem Papa und meiner Halbschwester. Ich habe danach nicht gevloggt, weil mir ging es leider nicht so gut. Heute ist der erste Tag seit langem. Schauen. Gott sei Dank. Ich habe nämlich so einen krassen niedrigen Blutdruck, dass mich der so schwach macht, dass ich nichts machen kann. Aber mal schauen, ich habe noch nicht gegessen. Bei mir ist immer so nach dem Essen, oder? Mhm. Und heute ist Montag, heute wollte ich eigentlich beim Arzt anrufen. Soll ich jetzt überhaupt nicht beim Arzt anrufen? Warum nicht? Vielleicht kriege ich so Kompressionsstrümpfe. Ich habe gelesen, das soll helfen. You never know. Ich bin kein Arzt. Ja. Heute ist eigentlich nicht viel geplant. Außer ein bisschen arbeiten. Ich möchte kurz trotzdem zum Getreide schauen. Ich hasse Shoppen. Ich glaube, wenn ich auf dieser Welt irgendwas hasse, dann ist das Shoppen. Ich brauche für die Lara Schuhe, also Turnpatschen. Wie viele Füße hat sie? 2. Haben wir uns schon Schuhe gekauft? Die waren aber nicht, haben nicht gepasst. Die muss man zurückgeben. Oh. Ja. Deswegen schauen wir mal, vielleicht schaffen wir es heute noch raus. Sonst müssen wir eigentlich ein paar Fotos für Instagram machen. Ja, das ist gut. E-Mails. Okay. Planung der Woche wäre nicht schlecht. Und Schule geht ja bald los, eine Woche noch. Oh mein Gott, eine Woche. Eine Woche noch und dann geht die Schule los. Meine Fresse. Ja, wir gehen jetzt auf jeden Fall frühstücken. Also zu uns in die Küche. Wir wollten nur schnell in Ruhe Hallo sagen, weil die Kinder sind in der Küche und machen schon ein bisschen Radau. Aber die haben mega Hunger, wir auch. Deswegen gehen wir frühstücken. Ja, ja, ja. Und dann nehmen wir euch durch den Tag mit. Bis dann. Gegessen und ich will jetzt noch mal kurz zurück ins Büro. Ich muss nämlich einige Sachen eintragen, die ich so zu erledigen habe. So einige Kooperationen und so Arbeitszeug halt auch für Instagram und diverse Sachen. So eine To-Do-Liste, die ich immer so schreibe. Ich habe übrigens noch hier diese Wochenpläne. Ich habe noch meinen Mama-Wochenpläne, aber ich habe den nicht mehr im Onlineshop. Aber die Girlboss-Pläne, die kennt ihr vielleicht auch noch. Kennt ihr die? Wahrscheinlich, oder? Also diese hier, die schauen ja ganz gleich aus, nur dass hier Girlboss oben drauf steht. Die sind aktuell bei mir im Shop vergünstigt. Ich glaube mit minus 25% sogar. Schaut auf jeden Fall vorbei. Unten in der Infobox ist mein Link zum Online-Shop. Und da könnt ihr noch zuschlagen, wenn ihr möchtet. Und ja, das mache ich gerade. Ich übertrage so von meiner alten To-Do-Liste Sachen, die ich noch nicht gemacht habe, aber wichtig sind. Einige Sachen habe ich schon abgehackt. Plane ein bisschen vor. Schaue einfach so auch, welche Rechnungen sind schon reingekommen. Das tue ich mir dann auch immer so notieren. Und danach wollen wir kurz zum zum Getreide rüber huschen, weil ich für die Lara so Schläppchen, so Turnschlapfen brauche, Turnpatschen. Weil ich habe jetzt zwar welche beim Hofer gekauft, das ist bei uns der Aldi, aber die passen nicht, die sind so eng, also zum Reinschlüpfen, deswegen muss ich halt neu kaufen. Wir sind jetzt
angezogen. Wir werden nämlich gleich losfahren. Die Kinder sind schon alle ready. Lisa, kommst du mal her? Und bevor wir jetzt losfahren, wird der Papa nochmal bei mir Blutdruck messen. Hier ist Daddy. Was isst du denn? Ein Snickers. Du warst das mit dem Snickers. Du warst es, oder? Nein, jetzt habe ich ein Snickers gegessen. Ah, und wo ist die Verpackung? Am Tisch und nicht im Müll. So ein Schlawiner. Ich habe euch schon öfters gesagt, dass ich ja unter niedrigem Blutdruck leide. Ich habe mir gedacht, kurz bevor wir losgehen, nochmal, weil mir geht es jetzt wieder ein bisschen so berg. Die Mama ist wieder bei mir in der Ordination beim Dr. Rottbach. Ah, ja. Wie geht es Ihnen heute? Ja, geht so. Besser als gestern. Erzählen Sie mir das über sich. Sind Sie verheiratet? Nein. Sie frei heute Abend. Mache ich mit allen Patienten so? Ja. Warte mal, tut mal. Aber den Kurs 100 ist schon viel. Naja, da steht alles, was unter 100 ist, ist niedrig. Aber es geht mir vielleicht schon besser als gestern. Du liebst mich vielleicht zu intensiv. Oh. Wir sind jetzt im Auto und wir fahren jetzt zum H&M und zum Deichmann. Wir brauchen nämlich Turnpatschen für die Lara. Michelle braucht draußen Schuhe. Und das war's eigentlich, oder? Hätten wir, glaube ich, alles und dann sind wir fertig mit. Also Patti braucht auch Schuhe. Ja. Ist halt so, wenn man viele Kinder hat, hat man viele Ausgaben. Jeder braucht Schuhe, jeder braucht Turnbatschen, jeder braucht. Ja. So. Wir sind schon bei M&M und M. Und Michelle, schmatz bitte nicht so. Mama? Ja? Okay. Setz dich dort hin. Was hast du denn, Luisa? Luisa ist ein Taschenfreak, Michelle. Ja, ja. Schaut mal, was ich noch gefunden habe. Das nehme ich jetzt mit. Süß, oder? Ich habe jetzt fast nichts für einen Jungen zu Hause. Fast nichts. So, die Family wartet schon auf mich. Was ist das, kleiner Kasperl? Na komm, Wutsch. Wir müssen weiter. Schatzi, die Luisa reagiert nicht. Geh mal weiter. Komm. Kommst du an? Ui, sehr gut. Komm, Luisa, Lara. Gott, mit den Kleinen dauert alles gefühlt 300 Mal länger. Oh, dein Ernst. Dein Ernst, Luisa. Papa? Ja? Was, 36 oder? Ja, es ist ja 36, zwei Drittel oder ein Drittel. Der Papa hat doch. Hast du Wasser im Keller? Bei dir? Herbst 2020. Du bist so alles tot. Im Keller. 2020 ist im Keller. Du schaust furchtbar aus. Danke. Unser Kind. Wo soll es so gehen? Ja? Selbst den Zeichen oder so, dann kommst du. Wir könnten nur fragen. Ist eine Verkäuferin da? Na, wir sind ja ganz alleine. Dann soll man klauen? Wir sind ganz allein. Das gehört uns. Alles, was du das ist. Kasten mehr. Na, entweder wir gehen runter und fragen oder wir lassen es sein. Lara, was hast du gerade geküsst? Ja, ich finde auch der rote Sack cool aus. Schaut stylisch aus. Wir sind fertig. Wir haben für die Michelle Schuhe gekauft, für den Patrick haben wir Schuhe gekauft. Der hat sich jetzt diese dunklen, also diese weinroten mit den schwarzen Schuhbändern gewählt. Wir warten jetzt noch auf den Papa, der auf Toilette war. Ba, 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 ba. Und wir waren noch beim DM. Wir waren noch beim DM, zeigt euch dann später, was wir gekauft haben. Jetzt oder was? Gleich machen wir hier einen DM-Hol.
Als nächstes haben wir eine Rasierschaum. Das ist ein Haarspray, aber ist egal. Sag mal, wir sind schon wieder zu Hause und wir fangen gleich mit Kochen an. Also der Papa hat schon angefangen, der schnibbelt nämlich hier für mich Zwiebeln und der weint gleichzeitig. Man kann es noch nicht sehen. Auf jeden Fall mache ich jetzt Spaghetti Bolognese. Du und der Patrick, esst ihr mit? Oder der Patrick wahrscheinlich nicht. Isst du mit? Nein, ja, nicht. Ja. Der Papa weint. Entschuldigung, kannst du immer noch drin? Was gibt's? Oh, ich weine. Ganz klassische Augen. Ich kann euch ja in der Zwischenzeit schnell zeigen, was wir beim DM gekauft haben. Also, ich habe für die Lara und die Luisa dieses Shampoo wieder gekauft. Die wollten das nämlich haben. Das mögen die gerne. Das brennt nämlich nicht in den Augen. Der Patrick einen Rasierer mitgenommen. Die Lara hat sich auch das mitgenommen. Glibi. Das sind so Badekugeln. Das mögen die total gerne, wenn die zusammen baden. Ein Haarspray hat sich der Patrick auch mitgenommen. Das ist mein Haarspray. Ja, genau. Eine Zahnpasta hat sich die Michelle auch mitgenommen und ein Labello hat sich die Michelle auch mitgenommen. Und der Patrick hat sich diese Streichcreme von dem Curry. Ich hasse Curry, Mama. Er mag aber Curry. Curry, Papaya, Mango. Und wir haben noch Kaugummi gekauft und das war's eigentlich schon. Ja, und die Sachen, also die Schuhe habt ihr schon gesehen, oder? Was haben wir nehmen, haben wir hier diese Turnpatschen für die Lara gekauft. Das Baby habe ich auch was gekauft. Also einmal hellblau und einmal so ein bisschen dunkelblau. Und ich finde es so schön, weil es so gerippt ist und es hat hier, es ist ein Wickelbody. Ja. Ich kann es gar nicht fassen, die kriegen einen Jungen. Einen Jungen, oh mein Gott. Schon 16 Jahre lang keinen kleinen Jungen mehr haben. Dann hat sie mich ein Geldbörserl mitgenommen, weil die braucht es jetzt. Weil die hat jetzt dann ein Busticket. Und dann hat sie einen Schülerausweis, den muss sie halt immer dabei haben und für Geld für die Schule. Das hat sie bis jetzt in der Volksschule nicht gebraucht. Dann hat sie sich auch diese Sneaker mitgenommen vom Deichmann von Adidas. Die haben 50 Euro gekostet, weil sie hatte keine Schuhe mehr für herumgehen. Und der Patrick hat sich auch Schuhe gekauft, und zwar von Vans. Diese hier. Ich denke mir so, was stinkt hier so? Wir haben die Schuhe noch imprägnieren lassen. Na, was stinkt das? Ich will auch nicht. Ein bisschen nach Insektenspray. Aber irgendwie angenehm. Ein bisschen nach Chlor und so angenehm. Auf jeden Fall, ja, diese Vans hat sich der Patrick mitgenommen. Wir wollten nämlich unbedingt vegane Schuhe haben. Also die quasi nicht, nein, nicht vegane Schuhe, sondern naja, die nicht aus Tier, also ohne Leder und so. Deswegen hat er sich die gekauft. Das war's eigentlich schon, oder? Meine Schuhe der Kinder haben mich schon über 100 Euro gekostet. Und das war's. Du hast keine Schuhe für dich gekauft, oder? Da kein Motiv mehr. Nee. So, und jetzt, ich koche jetzt Spaghetti Bolognese. Kannst du mal Spaghetti rausholen, Papi? 3,50. Sollen wir Fusilli machen? Ich wenn du das nicht. Wenn du, isst du mit hier Bolognese? Nein. Nur dann Fusilli, bitte. Ich mag nämlich diese langen Spaghetti nicht so gerne. Ich hasse Fusilli. Ich liebe Fusilli. Ich hasse Fusilli. Ja, ja, ja. So, den Knoblauch kann man mit. Essen aus. Ich bin mega hungrig, deswegen werde ich jetzt ohne viel Gelaber einfach essen. Der Patrick und der Baba essen mal wieder Sojaschnitzel mit Pommes. Patrick bereitet es gerade hier vor. Und ja, ich werde auf jeden Fall schon mal essen und melde mich später. So, meine Lieben, ich habe mich jetzt kurz ins Schlafzimmer begeben. Ich werde mich gleich umziehen und mir bequeme Klamotten anziehen. Und dann werde ich hier ein bisschen chillen. Ich habe mir auch ein kleines Malzbier genommen. Zeige ich mal. Und zwar das hier, das ist, kaufe ich immer bei Merkur und das ist alkoholfrei, also braucht sich keine Sorgen machen. Alkoholfrei, da steht gar nichts von
Alkohol drinnen. Also ich glaube, das hat nicht mal dieses 0,0 irgendwas. Was so alkoholfreies Bier? Weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall steht da gar nichts drauf und ich glaube, es müsste drauf stehen, weil es ein bisschen was hätte. Aber das hat gar keinen Alkohol. Bin voll aus der Puste. Und das trinke ich, weil es ist so schön erfrischend und so kühl. Ja, wie gesagt, ich werde mir auf jeden Fall mal schnell meine Klamotten umziehen. Bequeme Sachen. Es ist ein Muss bei mir. Ich habe jetzt hier auf YouTube, also ich habe so die YouTube-App auf meinem Amazon Prime Stick. Atmen. Und ich gucke hier so Reportagen, also Dokus, ich liebe das. Aktuell schaue ich gerade Chinas ungeliebte Frauen. Vorhin habe ich mir was über Adoption angeschaut. Ja, ich bin da so ein Doku-Freak. Und ich wäre jetzt fast eingeschlafen, deswegen habe ich mir gedacht, ich sage noch schnell Tschüss. Die Kinder, also die drei Mädels, die schauen jetzt bei im Wohnzimmer noch einen Film. Die haben es ganz kuschelig dort gemacht. Und dürfen noch einen Film schauen. Der Papa zockt ein bisschen mit Patrick unten. Und ich ziehe mich immer so am Abend ein bisschen zurück, weil, ja, mir geht es am Abend immer so ein bisschen am schlechtesten. Vom Kreislauf her und auch so von ein bisschen flau im Magen und so. Und deswegen bin ich da immer so lieber für mich. Und später dann, ja, so ab 9, halb 10 herum, kommen dann die Kleinen ins Bett. Und ja, wenn ich nicht schon vorher eingeschlafen bin, aber meistens halte ich mich eigentlich eh noch gut. Ja, ich gucke jetzt meine Serie, meine Doku weiter. Habe jetzt noch einen Snickers geholt, weil ich irgendwie voll Bock drauf hatte. Und werde jetzt weiter das gucken und mich vom Vlog verabschieden. Hoffe, dass es euch gefallen hat. Momentan ist halt noch so viel, wo ich einkaufen gehen muss. Deswegen habe ich in letzter Zeit euch zum Einkaufen mitgenommen, weil ja, Schule wird bald beginnen und ich das und dies und jenes noch für alle Kinder noch gebraucht habe. Aber jetzt sollten wir eigentlich durch sein und ja, mal schauen, wann jetzt dann Schule beginnt und Normalität einkehrt und ja, neue Routine sozusagen, ne, weil die Luise ja Kindergarten, voll krass. Na gut, mein Lieben, bis dann, wir sehen uns. Tschüss!